even get to run. Was geht ab YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Video auf diesem Kanal. Heute gibt's für euch leider keine Tipps und Tricks, heute wollte ich einfach mal ein bisschen freischnauze quatschen und ein bisschen meine Gedanken mitteilen und meine Wünsche euch mitteilen, was ich vom neuen DLC halte und was ich mir vom neuen DLC erwünsche. Ja, vorneweg erstmal zum Gameplay, ist ein 30:5, jetzt kein Highscore-Gameplay, aber heute soll es ja auch gar nicht ums Gameplay gehen, ist ein Konfliktmatch auf brennender Schrein, denke ich mal ganz nett anzuschauen. Und wo wir schon bei PvP sind, wollte ich auch gleich beim PvP anfangen, denn wie euch sicherlich aufgefallen ist, der PvP-Modus zurzeit ist wirklich sehr eintönig geworden. Es sind nur noch dieselben Klassen unterwegs, der Jäger überwiegend, der leere Läufer und der Titan ist eigentlich so ziemlich am Aussterben und das ist eigentlich nicht so schön und deswegen hoffe ich einfach, dass die neue Titan-Klasse, der Sonnenbezwinger, einfach so geil im PvP sein wird, dass es auch wieder ein bisschen mehr balanciert ist, dass man wieder ein bisschen mehr Titans im PvP sieht, dass es ein bisschen mehr ausgeglichen ist. Zu den Waffen, die sind genauso eintönig wie die Klassen. Und zwar jeder rennt mit letztes Wort oder Dorn rum. Die Shotgun ist natürlich auch noch immer im Gepäck dabei. Und ja, das finde ich auch ganz toll von Bungie, dass sie da ein bisschen an der Balance rumschrauben, dass die Automatikgewehre wieder ein bisschen zurückbringen, sodass der Spieler einfach mal wieder etwas Alternative hat. Dass er, dass ein Spieler, der gerne Automatikgewehre spielt, dass er die auch wirklich nehmen kann, ohne dadurch Nachteile zu haben. Denn momentan, wenn jemand ein Automatikgewehr nimmt, der wird ja ausgelacht mit dem Ding, da kannst du keinen Einzelkampf gewinnen, da wirst du gegen die Handguns den Kürzeren ziehen und ist einfach nicht schön, dass jeder mit derselben Waffe rumrennt und Abwechslung ist immer gut und deswegen hoffe ich einfach, dass das DLC auch wirklich frischen Wind in PvP reinbringt. Ja, zu den Shotguns gesagt, also die Shotgun wird zwar abgeschwächt, aber ich denke mal, die Shotgun wird trotzdem den PvP dominieren, denn es ist einfach eine Waffe, die du mal einfach mal schnell ziehen kannst, die einfach bereit ist, die du abdrücken musst und darauf kommt es ja im Nahkampf eigentlich an. Fusionsgewehre, die haben halt einfach diese Aufladezeit und im Nahkampf zählt eigentlich der Moment. Also da zählt jede Sekunde und deswegen denke ich, dass Shotguns, obwohl sie etwas schwächer werden, trotzdem den PvP auf jeden Fall dominieren werden. Was ich noch weiter sagen wollte zu den Charakteren, ich freue mich mega auf die ganzen neuen Fokusse, bin super gespannt, wie sie spielen, bin auch noch etwas unschlüssig, mit welchem Charakter ich wirklich anfangen werde zu spielen, also das DLC starte, ob es der Titan, der Warlock oder der Jäger sein wird. Und mein Favorit bisher ist der Titan, weil ich habe auch das Spiel insgesamt mit dem Titan einfach angefangen und der Sonnenbezwinger, es hat mich einfach inspiriert, so vom Äußeren jetzt, wie er sich spielt, ist dann natürlich eine andere Frage, denn ja, das ist halt so der Unterschied zwischen wie es aussieht und wie es dann wirklich ist. Aber er sieht wirklich hammermäßig aus, ist der Titan, das ist einfach der Hammer. Ein kleines Wortspiel hier nebenbei, der Hammer. Ja, ich hoffe einfach, dass der sich auch gut spielt. Ich werde auf jeden Fall, denke ich mal, auch mit einem Titan starten. Mit welchem Charakter ihr startet, würde mich wirklich sehr interessieren. Schreibt es doch mal in die Kommentare, vielleicht auch mit einer Begründung. Würde mich freuen. Und wo wir schon bei starten sind, die Storyline, ja, also mit der fängt man ja dann höchstwahrscheinlich an, wenn man das DLC anzockt, denke ich mal, die Storyline, also die Storyline von Jahr 1, die war, muss ich sagen, nicht so dolle, also beim ersten Mal durchspielen habe ich sowieso nicht so viel mitbekommen von der Story allgemein von Destiny so richtig, weil ich total der Noob war. Beim zweiten Mal spielen war es eigentlich noch ganz interessant. Also war es noch erträglich, aber das dritte Mal, das hat sich dann wirklich schon wie so eine Strafe angefühlt, denn die Story ist einfach langweilig. Die hat irgendwie nicht so richtig einen Anfang und nicht so richtig ein Ende irgendwie. Es ist einfach irgendwas herausgegriffen, ohne groß zu begründen. Und Bungie hat uns ja angekündigt, dass die Storyline diesmal besser sein wird, dass sie spannender sein wird, dass sie so ein bisschen mehr Hintergrund hat und darauf freue ich mich halt wirklich so, dass ich dann vielleicht auch beim, wenn ich das dritte Mal, also meinen dritten Charakter spielen werde, dass ich immer noch Spaß daran haben werde, die Mission zu spielen und dann nicht das einfach nur so spiele, weil ich es halt muss, ne? Und
Zu PvE noch zu sagen, die Strikes natürlich auch. Kommen neue Strikes hinzu, was ich wirklich hoffe und mir wünsche, dass die Strikes Spaß machen. Und zwar Spaß in dem Sinne, dass sie nicht zu lang sind, dass sie trotzdem anspruchsvoll sind, dass man da nicht einfach so durchlaufen kann oder sowas. Weil, ganz ehrlich, Leute, das ist eigentlich langweilig, wenn man einfach durchrennt. Es ist zwar einfach, man kommt schnell an den Loot ran, aber es ist ja, man muss ja beim Spiel ein bisschen herausgefordert werden. Und was ich da sagen wollte, einfach. Jeder kennt es bestimmt, zum Beispiel der Virus Tauruxx Strike. Wenn man mal die Playlist spielt und der Strike kommt dran, ich wurde bestimmt in 60% der Fälle einfach mal allein gelassen. Beide Spieler oder ein Spieler ist rausgegangen, weil das Strike einfach keinen Spaß macht. Er ist zu lang und er macht einfach von den Gegnern her, vom einfach so und wie, ich weiß nicht, er macht keinen Spaß. Natürlich ist das alles Ansichtssache. So habe ich das jedenfalls wahrgenommen. Wie ihr es wahrgenommen habt, könnt ihr natürlich auch in die Kommentare schreiben. Ich hoffe einfach, dass die Strikes Spaß machen werden und dass man dann, auch wenn man dreimal am Stück denselben Strike erwischt, dass man sich dann denkt, hey, cool, der Strike schon wieder, aber ich spiele ihn gerne. Ja, dass man dann sagt, hey, los geht's, den spielen wir jetzt wieder. Und ja, so viel dazu. Was bleibt mir noch übrig? Ich muss mal kurz nachdenken, habe ein bisschen den Faden verloren. Ja, der Raid. Zu dem wurde ja noch nicht allzu viel gesagt. Und deswegen, freue ich mich da auch mega drauf. Das ist so ein bisschen geheimnisvoll geblieben und mysteriös an der Stelle. Ich hoffe, dass der Raid wirklich anspruchsvoll ist und nicht, dass nach einer Woche schon Videos auf YouTube rumlaufen mit Speedruns, also möglichst schnell da durchgerannt und sowas alles. Ich hoffe, dass Bungie darauf geachtet hat, dass die Glitches nicht so anwendbar sind. Also, dass man nicht wie bei Crota sich dann einfach die erste und zweite Phase sich da ganz leicht macht, sondern dass man da wirklich so spielen muss, wie Bungie sich das gedacht hat, so wie das in der gläsernen Kammer ist. Der ist ja eigentlich immer noch bis heute anspruchsvoll geblieben. Und ja, das dazu hoffe ich einfach, dass es ein guter Raid wird, der langfristig Spaß macht, dass man dann auch sagt, hey, lass uns mal wieder Oryx probieren und nicht sagt, hey, lass mal wieder dreimal durchlaufen. So wie das bei Crota ja momentan ist. Also gut, man ist ja jetzt Level 34, das ist ja sowieso ein Witz geworden, aber das war auch schon mit 32 so, also bevor Haus der Wölfe rauskam, war das auch schon so, dass man dreimal die Woche einfach mal schnell mal Crota gemacht hat und das ist einfach nicht der Sinn der Sache. Ja, ich denke mal, ich werde jetzt auch mal das Gameplay ist schon zu Ende. Ich werde jetzt mal langsam auf den Punkt kommen. Quatsch hier schon wieder viel zu viel. Ich freue mich mega aufs DLC, bin so heiß drauf. Und freue mich auch natürlich, euch dann mit Videos zum neuen DLC zu vergnügen, zu den neuen Sachen, Reviews zu machen und sowas alles. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf viele Videos freuen. Was ich noch sagen wollte, ich bin jetzt erstmal für 2 Wochen weg. Also das Video wird jetzt nicht online kommen, dann, wenn ich das jetzt im Moment hier aufnehme, sondern der Venom wird das dann halt hochladen, wenn es halt gerade passt. Deswegen hoffe ich auch mal, die Informationen, die ich jetzt hier preisgegeben habe, werden noch aktuell sein. Falls nicht, dann entschuldige ich mich bitte an der Stelle. Ich kann leider nicht in die Zukunft schauen, auch wenn ich es gerne würde. Ich bin weg bis zum 17. September. Ja, ich komme leider 2 Tage zu spät zum DLC. Hoffe, ich verpasse nicht so viel, was ich auch schon angesprochen habe, dass man halt nicht nach 2 Tagen schon alles hat, was man bekommen kann. Und ja, Leute, das soll es an dieser Stelle, denke ich mal, gewesen sein. Lasst mal Kommentare da, wie ihr das fandet hier, dass ich einfach mal so ein bisschen Freestyle losquatsche. Was ihr vom neuen DLC erwartet, was ihr euch wünscht, das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt es einfach mal hin. Und ich würde sagen, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal auf Venero TV.